So, da bin ich wieder. Ich hatte ja eben gerade, während ich mich quasi verabschiedet habe, noch diese Iron Pickaxe gefunden. Genau hier. Kann als Werkzeug benutzt werden oder Waffe. 5 bis 8 Schaden. Was nicht besonders viel ist, aber im Notfall können wir die benutzen. Du machst wie viel? 2 bis 5. Trotzdem kommen wir leider nicht hier durch. Das ist nicht so schön. Wir könnten versuchen, was dahin zu bauen. Warte mal. Nee, so nicht. Drehen. Wir müssten das hier erstmal absperren. Oh, das wird kompliziert. Okay. Wir bräuchten wahrscheinlich wesentlich mehr Sachen. Aber wenn wir das jetzt so schräg stellen, fällt es aber nur da drauf. Okay. Was bist du eigentlich? Du bist unser Toolbelt. Ja. Ich wollte gerade unser Toolbelt dahin ziehen. Also wie kriegen wir das Ganze hier am besten zugemacht? Blockieren das erstmal hier. Zack. So. Und dann bauen wir dich da drauf. Dann müsste das hier ja stabil sein. Hops. Was war das gerade? 10 Schaden? Ah, so knapp. Okay, wir brauchen noch eins von diesen Holzdingern. Hier ist nichts zum Aufheben. Nur ein Flint, okay. Wir brauchen also Axt. Wir brauchen ein großes Stück Holz. Zack. Trifft nicht besonders häufig. Ah, jetzt, okay. Das wird schon wieder dunkel. Oh. Ich musste auch gerade mit Erschrecken feststellen. Als ich im Menü war und ein bisschen außerhalb des Fensters rumgebastelt habe, bevor ich weitergespielt habe, dass das Spiel einfach weitergeht. Aber es ist Gott sei Dank nichts passiert in der Zwischenzeit. Auch Speicherstände habe ich soweit nur den einen gesehen. Also pro Spielmodi, es gibt ja 3 Spielmodi, pro Spielmodi hat man wohl einen Speicherstand. Und wenn man dann irgendwann aufhört zu spielen, macht man genau da weiter, wo man aufgehört hat. Warum sage ich eigentlich das Teil jetzt? Wir können doch einfach das hier mitnehmen. Oder auch nicht. Warte mal. Das wird jetzt ein bisschen komplizierter. Tomaten lassen wir ein paar hier rumliegen. Steine auch. So. So. Oh. Was bist du da? Ein Shell. Dein. So, passt das Ding da jetzt? Nicht du. Passt du jetzt da rein? Jo, sehr schön. Das heißt, wow, schön abgerollt. Das heißt, das Ding kommt jetzt dahin. Können uns da nicht raufstellen? Oh. Das ist wohl kein regulärer Gegenstand. Den muss man erst noch weiter zerlegen. Okay. So zerlegen will ich, glaube ich, nicht so leicht. Schräg legen. Oh. Schräg legen. So. Axt. Und kaputt haben. So. Die Teile sind aber viel zu klein. Damit kann ich so wirklich viel anfangen. Wir könnten das als Stütze benutzen. Vielleicht. So. Ja. Das ist ganz schön düster. Ich lege das zur Seite. Du. Oh, oh, nein, nicht kaputt machen. So, du schön so bleiben. Nein. Nee. Nee, diese kleinen Stücken haben nicht so wirklich geholfen. Aber wir müssen ja nicht unbedingt da lang. Das war nur so eine schöne kleine Herausforderung. Wir sollten jetzt erstmal nach Hause unser ganzes Zeug da abladen. Und dann können wir uns die Rezepte mal angucken, was man noch so Schönes bauen kann. Adiop. Und wo wir gerade noch so ein bisschen Platz haben, nehmen wir doch mal den Stock hier noch mit. Die Bienen lassen wir in Ruhe. Da will ich keinen Ärger haben. Und da es ja doch mehr von diesen Kakaopflanzen gibt, nehme ich eine davon mal. Krass, wollte ich nicht. Nehme ich eine davon mal mit. Oh. Geht gar nicht. Die kann man nicht abbauen. Schade. Ich wollte die im Don't Starve Money hier ausreißen und bei uns zu Hause anbauen.
Aber vielleicht können wir die Samen einpflanzen. Das wäre auch recht schick. Hops. Hops. Was bist du? Ah, nur ein Shortstick, okay. Eine Fackel wäre auch noch ganz schick. Oder wir entführen wieder so ein Glühwürmchen. Ganz vorsichtig. So, Höhle. Alles liegt ein bisschen durcheinander, das ist okay. Wir sind nicht kalt, das ist auch okay. Du warst da einmal mit Wasser. Nein, oh. Ich habe den Eimer gerade schräg gehalten, das Wasser ist rausgefallen. Sehr schön programmiert. Aber ein sehr doofer Moment. So, das Ding ist jetzt voll mit Wasser. Ah, mit Seewasser. Okay, das ist ein dezenter Unterschied. Also auskippen. Umdrehen. Gefüllt mit Frischwasser. Sehr gut. Also ja, doch, der macht hier einen Unterschied. Das heißt, das Wasser hier auf dem Boden, das da, hat eine Verbindung zum Meer. Man sieht hier auch hier hinten so eine Lagune. Das wird hier oben zwar frisch sein, aber sobald es hier runterkommt, vermischt es sich mit dem Seewasser und es ist viel zu salzig. Rechtsklick, trinken. Und damit können wir nur für das Feuer löschen. Das will ich jetzt mal ausprobieren. Also wir zünden das Feuer einfach nur mal an, um es gleich wieder auszumachen. Weil ich will sehen, ob das Wasser wirklich Feuer löschen kann. Das wäre schon mal sehr schön. Also, zisch. Kuckel, kuckel, kuckel. Brennen. Und... vielleicht zu wenig. Schnell zum Wasser. Flupp. Und so. Scheint nicht wirklich davon betroffen zu werden. Eigentlich müsste so ein ganzer Eimer Wasser das Feuer recht gut erlegen können. Ein bisschen scheint es echt zu machen, aber nö, kommt man nicht gegen an. Schade, das könnten sie noch ein bisschen fixen. Auch wenn man wahrscheinlich Feuer nicht so unbedingt immer löschen muss. Allein der Vollständigkeit halber wäre es trotzdem schick. Ja, nö, okay. Dich füllen wir mit Frischwasser. Stellen da hin. Und jetzt schmeißen wir etwas von dem Fleisch in das Feuer. Und hoffen, dass es nicht verbrennt, sondern gar wird. Der Stock brennt. Was, wenn wir dich ins Wasser schmeißen? Das ist nicht schön. Das sollte demnächst gefixt werden. Auch wenn ich nicht weiß, wie einfach sowas ist. Weil momentan brennt unser See. Wenn er voll Öl wäre, würde ich es ja verstehen. Aber so... nein, nein, nicht den Holzstamm. Den wollen wir noch schön behalten. Also ja. Eine Sache für die To-Do-Liste. Oh, da habe ich gerade was angepackt. Das war der kleine Holzstumpf. So, wo ist das Fleisch hin? Meat. Cooked. Burned. Oh. Also man kann Sachen kochen. Man kann sie aber auch verkochen. Gucken wir mal, wie er mit Essen zurechtkommt, das angebraten ist. Ist er ohne zu murren. Burned dry. Also es ist trocken. Warte mal, wenn wir das Fleisch ins Wasser tunken. Ist es denn feucht? Burned, cooked. Dry. Nee, ist was anderes. Okay, können wir Sachen in den Eimer tun? Nee, nur auf den Eimer. Aber momentan habe ich ein wenig Probleme damit zu gucken, wo welche Sachen liegen. Also ich könnte sie sortieren mit... nee, auf dem Stamm legen kann ich es auch nicht. Okay, du gehst da wieder rein. Wir schmeißen unser Essen wohin? Direkt an den Eingang? Da hinten. Das heißt, die Tomaten helfen dann zu sehen, wo essbares Zeug ist. Weil die halt ein bisschen größer sind. So. Bandagen sollten wir wohl mal benutzen. Klick. Bandagieren. Weil die Wunde scheint schlimmer geworden zu sein. Entweder ist sie schlimmer geworden oder... das Zeug können wir auch noch aussortieren. Entweder ist sie schlimmer geworden oder wir haben unterwegs Fallschaden oder irgendeinen anderen Schaden bekommen. So, wir wollen hier lassen. Stein. Kohle. Kohle. Lehm. Das sind Steine. Noch ein Feuerstein. Oh, du sollst wieder... warum fliegst du, Flint? So. Dich pflanzen wir wieder ein. Indem wir dich richtig hindrehen. Plupp.
Also ein Feuerstein kommt mit, die Beine bleiben hier, Stein bleibt hier, Holz bleibt hier. Du kommst schön in die Ecke. Kartoffel kommt eine mit. Rest bleibt hier, um Platz zu machen. So, dich nehmen wir mit. Den großen Baumstamm nehmen wir mit. Und dann versuchen wir jetzt links weiterzukommen. Weil das scheint momentan das einzige Hindernis zu sein. Also im Osten haben wir das offene Meer. Da geht es nicht weiter. Aber im Westen könnte noch was anderes sein. Also so, so, so. Okay. Raus. Den Baumstamm nehmen wir auch noch mit. Und dann müsste das eigentlich reichen an Baumaterial. Im Notfall könnte man noch einen von den Steinen hier mitschleppen. Wenn wir den herausbekommen. Aber die passen, glaube ich, gar nicht ins Inventar. Wow, okay. Nee. Hühnchen. Du elendes. Irgendwann kriege ich dich. Ich glaube, für das Hühnchen müssen wir eine Falle bauen. Also so ein Seil, einen Baum spannen, eine Schlaufe unten. Wenn das Hühnchen reintappt, wird es hochgezogen. So ähnlich vielleicht. Eventuell. Hops. Hier hätten wir noch mehr Holz. Aber das müsste eigentlich echt reichen. Uns fehlt ja nur noch so ein halber Kopf, um darauf zu springen. Spring, spring. Momentan ist uns nur kühl. Das ist schon mal gut. Können wir das Ding einsacken? Wow, ist das groß. Nö, ich glaube nicht. Und so ist es einfach nur weg. Sollte ich mir echt abgewöhnen, Sachen außerhalb der Karte zu schmeißen. Jedenfalls bis zum nächsten Patch. Wenn er denn kommt, wann er denn kommt, was auch immer hat. So. Ne, nicht hauen. Axt kann weg. So, da drauf. Hopp, hopp. Nein. Ah doch, ah, sehr schön. Und zack. Hier haben wir einen Adler, der ganz... Oh, Explosionskisten. Das heißt, theoretisch könnten wir irgendwas anzünden und darunter schmeißen. Aber erstmal will ich die Kisten hier aus dem Weg haben. So, darüber. Darüber. Die Kisten lassen wir hier. Du, komm mal hierher. Oh, nee, komm mal dahin. Jetzt zünden wir dich an. Schnips. Oh, du kommst mit. Dann nehmen wir das brennende Büschel. Nichts passiert. Hm, okay, anzünden. Brennendes Büschel. Brennendes Büschel. Brennendes Büschel. Irgendeiner davon müsste eigentlich getroffen haben. Oh, oh, so weit wollte ich nicht runterfallen und... Oh. Ja, frieren? Nein, ah. Kälte geht runter. Komm schon weiter runter. Ja. Die Kisten sind wohl explodiert, aber es gibt wohl noch keine Explosionssounds. Das finde ich ein wenig schade. Das dürfte eigentlich nicht so schwer sein, für sowas Sounds zu finden. Aber ja, kommt mit auf die Liste, kein Problem. Zack. Einfach erstmal gucken, was hier noch so ist. Oh, Wildschwein. Wildschwein sind sehr gefährlich. Also in Real Life. Und bei Gothic 3. Vorsichtig, gefährlich. Ja, ich will eigentlich nur rüberspringen. Was haben wir da? Noch eine Iron Pick. Können wir irgendwie... Warte mal. Anzünden? Nein, nicht gegenschmeißen. So, benutzen. Anzünden. Nicht den Speer. So. Jetzt das brennende Ding. Nö. Wir können das Wildschwein nicht anzünden. Oder brennt und wir sehen das gerade nicht. Ich kann das Büschel nicht mehr aufheben. Na gut, ich versuche einfach rüber zu springen. Hops. Hat geklappt, okay. Was ist das da? Oh, das ist so ein Knubbel, mit dem man die Dinger verbindet. Machen wir mal ein bisschen Platz hier. Weg, 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 weg. Das kommt mal mit. Aber irgendwie können wir das nicht benutzen. Das ist komisch. Okay, merken wir uns mal für später. Oh, eine Brücke.
Ha. Oh. Okay. Anchor Point. Use to link planks together. Aber das heißt ja auch, dass irgendjemand anders auf der Insel hier sein muss, der das gebaut hat. Mal gucken. Vielleicht finden wir irgendwo noch so einen riesen Bläuling. Oh, hier ist es stockduster. Oh. Gleich runtergepurzelt. Ganz viele Steine zum Abbauen. Und du frierst langsam zu Tode. Oh, da sind Quallen im Wasser. Gras. Nein, ich will kein Gras. Oh, ist das ein Seil? Wie cool. Okay. Können wir dich irgendwie mitnehmen? Nein. Also wir haben Durst, wir haben Hunger, wir frieren zu Tode und wir haben wohl eine laufende Nase. Das ist kein gutes Zeichen. Wir brauchen irgendwo Gras. Können wir irgendwas anzünden? Nee. Oh, 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 au. Es gibt Fallschaden. Wir haben unseren Fuß verletzt, unser Hals ist trocken und wir werden bald ohnmächtig. Ja, mein Fuß tut weh, das habe ich mitbekommen. Und da geht's noch weiter runter. Genau. Au. Oh. Komm schon, ich muss irgendwo an Land, ich muss ins Trockene und ich muss Gras finden zum Anzünden. Raus hier, raus hier, raus hier. Ich kann nicht mehr ordentlich gehen, ich kann nur noch hüpfen. Was für den Fuß bestimmt nicht unbedingt besser ist. Und der hinkt sogar. Okay. So, da wäre Flint, Steine, ist alles okay. Ich brauche Feuermaterial. Ich zünde einfach die Stöcke an. Rechts. Kann ich nicht. Right click to use. Left click on a flammable item. Die Holzstäbe müssten doch eigentlich anzündbar sein. Das finde ich komisch. Aber auch wahrscheinlich echt Zunder. Weil mit einem Feuerstein massives Holz anzuzünden, könnte echt ein wenig schwierig sein. So, diesmal habe ich doch Seile erwischt und bin ich runtergepurzelt. Das ist sehr gut. Kisten. Okay. Viele Kisten. Und Trinkwasser, das ich nicht trinken kann, weil ich keinen Eimer habe. Und wir haben inzwischen Tag 6. Irgendwie laufe ich immer weiter nach links, fällt mir gerade auf. Wir sollten eigentlich wohl zurück. Aber ich will endlich Gras finden, damit wir uns aufwärmen können. Komm schon, irgendwo Gras. Jetzt bist du. Kleines Stück Holz. Können wir dich anzünden? Nee. Kartoffel. Essen. Ding. Bandagieren. Oh. Die Bandage hat auch die Erkältung weggemacht. Und jetzt finden wir Gras. Sehr schön. Jetzt, wo alles fast weg ist. So. Und ich will mal was testen. Ich will gucken, ob wir brennen können. Nee. Kann man so rechtfertigen, dass wir ja nicht auf derselben Ebene sein müssen. Es kann ja sein, dass wir vor oder hinter dem Lagerfeuer sind. Wir haben nur diese 2D-Ansicht. Also ja, es ist trocken. Wir haben keine Wunden mehr. Wir haben ein sehr interessantes Gebiet hier rechts entdeckt, wo wir auch gleich hin zurück sollten, damit wir einigermaßen schnell zurück in unsere Basis kommen. Allo. Ja, hier durch die Dunkelheit. Du, komm mal mit. Du kommst. Nee, du kommst nicht wieder in das hier rein und gehst aus Versehen dabei drauf. Wir ziehen das hier runter und dann ziehen wir dich da rein. Da bist du? Hungrig, ja. Ein bisschen Licht müssten wir so jetzt bekommen. Aber nicht viel. Aber na gut, das soll für diese Folge erstmal reichen. Wir sehen uns dann gleich wieder.